herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal Selbst Tapen. Ich bin Stefan und ich möchte euch aus aktuellem Anlass ein Tape zeigen, womit man ein verstauchtes Daumengrundgelenk, Sattelgelenk, das ist hier diese Struktur, stabilisieren kann und sich den Schmerz ein wenig nehmen kann, weil ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Hier in diesem Fall ist es so authentisch, dass ich damit tatsächlich gerade ein Problem habe. Handballer haben es ganz gern, Volleyballer haben es ganz gern oder Väter, die mit ihrer Tochter so doll rumtoben, dass der Papa auch mal den Kürzeren zieht. Also, ja, reale Bedingungen, hier ist kein Fake dabei, auf geht's. Wir brauchen in diesem Falle zwei E-Tape-Streifen. Jetzt muss ich auch die Zähne zusammenbeißen, weil ein bisschen merke ich es natürlich schon. Aber euch geht es ja nicht anders, wenn ihr gerade nach diesem Tape gesucht habt und es gefunden habt. E-Tape-Streifen 1 sollte das Maß haben, so vom Ansatz da, wo der Daumennagel dann schon nicht mehr mit im Spiel ist, bis hier hoch, kurz übers Handgelenk. Hier kommt es nicht auf einen Zentimeter mehr oder weniger an. Das ist eine Richtung, die wir uns da gerade geholt haben. Das ist unser Tape-Streifen Nummer 1. Schneiden wir auch gleich rund. Also sprich die Kanten schneiden wir rund. Wer schon das ein oder andere Video von mir gesehen hat, weiß auch schon warum. Ansonsten nochmal ganz kurz erklärt, damit die Klamotten nicht dran haften bleiben. Gut, hier in diesem Fall ist es, wir gehen langsam auf den Winter zu. Da kann es passieren, dass man mal Handschuhe trägt. Ansonsten wird die Gefahr wohl nicht ganz so groß, jedenfalls nicht hier vorne am Daumen. Abgerundete Kanten geben uns absolute Sicherheit, dass da nichts schief geht. Zweiter Streifen fängt dann gleich unser Sattelgelenk ab. So, gehen wir einmal um den Daumen rum. Hier auch nochmal. Das ist das, was ich haben will. Auch hier kommt es nicht wirklich auf einen Zentimeter drauf an. Es geht um die Richtung. So, das gleiche. Der etwas längere Streifen. Dann ist ebenfalls die Ecken rund geschnitten. Aus besagten Grunde. So, da haben wir sie. Unsere beiden Streifen. Wir fangen an mit dem kürzeren der beiden. Wie immer. Trägerpapier ablösen, dabei bitte nicht die Klebefläche berühren. Bestimmte Grifftechniken dazu seht ihr in meinem ersten Video, das ich gepostet habe, für den Fall, dass ihr ein Abonnent seid. Ansonsten würde ich es euch dringend empfehlen. Jetzt setzen wir ab, nicht ab, sondern an, direkt hinter dem Daumennagel. Da bringen wir den Ankerpunkt auf. So. Viel mehr brauchen wir auch noch gar nicht tun, denn ich möchte euch das halt auch zeigen. Jetzt überstrecken wir diese Struktur. Das heißt, wir gehen mit dem Daumen so weit runter, wie wir das im schmerzfreien Zustand, oder sagen wir mal so, im ansatzweise schmerzfreien Zustand hinbekommen. Trägerfolie abziehen. Zack. Hier habt ihr gesehen, habe ich ein bisschen festgehalten. Das ist kein Mogeln, sondern dem geschuldet, dass ich da hin muss. So, angelegt beim Überstrecken. Mit minimalem Zug. Null Zug kriegen wir hier nicht hin, aber ganz, ganz, ganz moderat. Zack. Schön anlegen. Und bevor wir dann jetzt gleich richtig loslegen mit dem Anreiben, legen wir es vorsichtig an, damit wir nachher keine Falten haben. So, jetzt können wir loslegen. Autsch, 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 autsch. Und reiben es an. Und dann haben wir auch schon den ersten Streifen. An Stellen, wo es sich am Anfang nicht so richtig anhaften will, hier, habe ich hier gerade an der Stelle, halten wir nachher immer schön ein bisschen die Hand drauf. Können wir vom Fernseher machen oder bei was auch immer wir tun, reiben es an. Das kriegen wir es am Ende gar nicht befestigt, können wir es mit der Nagelschere, das, was nicht so richtig abbinden wollte, abschneiden. Alles gut. Können wir ganz entspannt rangehen. Das war Nummer 1. Nummer 2 ist jetzt, wenn man es alleine macht, und das tun wir ja, schon etwas schwieriger. Denn wir wollen jetzt mit dem Tape hier rum, um die Struktur. Das heißt, auch hier eine Ecke einreißen, zack, Trägerfolie ab, bitte nicht berühren. Jetzt setzen wir uns hier oberhalb dieses Tape-Streifens, ungefähr auf Höhe Handgelenk und ein Stückchen dahinter, wieder unseren Ankerpunkt, da hält das Tape, reiben es an. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen gegenhalten, weil wir hier jetzt drauf ziehen und die Trägerfolie abmachen, ohne dass das Tape hinterherkommt. So,
jetzt gehen wir hier rum. Zack. Ich hoffe, das ist gut zu erkennen. Hier arbeiten wir jetzt auch mit etwas Zug. Spann den Daumen ab. Kommen hier wieder an. Und kreuzen jetzt hier vorne den Ankerpunkt des Tapes. So, gehen drüber weg mit leichtem Zug. Und ihr seht, es ist echt nicht ganz so einfach allein. Aber genauso soll es ja sein. Weil euch geht zu Hause nicht anders. Unter realen Bedingungen, ohne Schnitt und Trick. So, und jetzt können wir auch loslegen. Jetzt haben wir das Ganze so rangelegt, wie wir es haben wollen. Und jetzt beginnen wir damit anzureiben. Denn durch diese Reibung, die wir jetzt hier gleich raufbringen, bindet der Acrylkleber ab. Und wir haben eine Tape-Anlage, womit wir zum einen den Heilungsprozess unterstützen und zum anderen den akuten Schmerzbereich ein bisschen aus dem Spiel nehmen. Denn bei Tape-Anlagen spielen wir halt auch mit den Schmerzrezeptoren in unserer Haut. Also das heißt, wir arbeiten hier auch mit Tricks. Aber am Ende heißt, wer heilt, hat recht. Diese Tricks sind legitim und sind eine der Erfolgsrezepte des Tapings. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen. Gebt mir einen Daumen hoch, abonniert den Kanal. Alles Gute für euch. Bis bald, euer Stefan.